Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Ich bin glücklich und gesund wiedergekommen von der Boardgame Cruise. Und jetzt wird es Zeit, euch natürlich auch Essenneuheiten verstärkt vorzustellen. Gutenberg hatte ich ja schon vorgestellt. Jetzt lege ich nach hier mit einem weiteren Hype-Titel. Anders kann man es ja wahrscheinlich nicht sagen. Arche Nova von Feuerland, ein Erstlingswerk. Matthias Wigge hat dieses Spiel gemacht. Und Illustration Lois Bilouau, ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Name, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Zur Illustration werde ich sicherlich im Fazit noch einiges sagen. Das Ganze ist ein, wie ihr seht, großes Spiel, große Schachtel. 1 bis 4 Spieler, 90 bis 150 Minuten, ab 14 Jahren, sagt Feuerland. Jetzt könnte man meinen, na gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses typische, ist kein Spielzeug, 14 Jahre. Aber muss auch schon gleich mal vorweg sagen, dieses Spiel ist aus meiner Sicht ein Expertenspiel. Es ist ein komplexes Spiel. Es ist sogar komplexer als das Spiel, mit dem viele Leute das Spiel auch vergleichen werden. Terraforming Mars. Aus meiner Sicht ganz klar noch eine Ecke obendrauf in der Komplexität hier Arche Nova. Aber auch dazu wird es natürlich im Fazit noch etwas Detaillierteres zu sagen geben. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei allen Zuschauern. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr noch keins habt. Und auch mal vorweg ein bisschen der Hinweis darauf, jetzt ist ja bald Weihnachtszeit und natürlich freuen wir uns, wenn ihr mal ein bisschen Partnerlinks benutzt, wenn ihr Weihnachtsgeschenke kauft. Und natürlich auch nochmal der Hinweis auf unseren eigenen Online-Shop auf www.hunter-brettspiele.de. Da haben wir ja auch ein paar Produkte, wir haben den Rucksack, wir haben Lewis und Clark, wir haben noch ein paar Aquaspheres, ja. Und wir bekommen tatsächlich noch ein spannendes neues Produkt rein. Das kann ich jetzt noch nicht verraten, aber nächste Woche ist es soweit. Also ja, falls ihr das Video jetzt vielleicht erst ein paar Tage mit Verzögerung guckt, dann schaut da mal, da gibt es bald was Neues, Spannendes, was sich auch super als Weihnachtsgeschenk eignet. Und damit unterstützt ihr natürlich auch hier unseren Kanal. Aber jetzt genug der Vorrede, wir starten in Arche Nova und ich erkläre euch kurz die wichtigsten Regeln, dass ihr einen Eindruck kriegt vom Spiel und was da so passiert. Und dann gibt es natürlich Lob und Tadel, mein Fazit mit der, ja, vielleicht Kaufempfehlung und am Ende gibt es auch noch einen Hunter-Score. Viel Spaß! Zunächst einmal das Spielmaterial. Es ist umfangreich. Ihr seht, man braucht, oder es ist ein großer Tisch auf jeden Fall ratsam. Ihr seht hier das große Haupttableau mit der Kartenauslage, den Siegpunktleisten. Hier ein Nebentableau mit Kartenleisten hier unten. Hier oben kommen während dem Spiel noch mehr Karten ran. Wir haben zwei schöne Kästen, wo wir alles mögliche Material, ja, Feuerland-like, gut sortiert auch auf den Tisch stellen können. Das ist natürlich auch wieder mal sehr schön gemacht. Und hier in der Mitte habe ich ein Spielertableau aufgebaut. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr es zu viert spielt, habt ihr entsprechend das Ganze, das hier noch 4-mal. Kurz, was wir hier machen. Natürlich geht es um Siegpunkte. Wir haben gegenläufige Siegpunktleisten. Wir haben auf der einen Seite hier die Attraktionen, das sind diese Tickets hier, das sind diese Siegpunkte. Ja, je mehr, grob gesagt, interessante Tiere wir in unserem Zoo haben, desto höher ist die Attraktivität. Dafür kriegen wir hauptsächlich hier diese Attraktivitätspunkte. Und dann gibt es noch eine weitere gegenläufige Leiste hier oben. Da starten wir auch. Ich habe jetzt nur für einen Spieler hier den Marker hingestellt. Das sind diese grünen Felder. Ja, das sind die Artenschutzpunkte, die wir uns besorgen können. Und diese zwei laufen gegenläufig hier, diese zwei Leisten, so wie man es auch von anderen Spielen kennt, wie Ratchas of the Ganges. Und wenn sich die beiden Marker zum ersten Mal treffen von einem Spieler, dann wird das Spielende ausgelöst. Und am Ende gewinnt der Spieler, der sozusagen die größte Differenz, positive Differenz zwischen den beiden Werten erreicht hat. Also wo sich die beiden Marker am weitesten überschnitten haben. Wir nähern uns der Mechanik jetzt erstmal hier übers Tableau. Hier sehen wir unseren Bauplan. Hier bauen wir unseren Zoo.
Da puzzeln wir hier solche Gehege zusammen. Die Gehege sind doppelseitig. Hier auf dem Anfängerplan, es gibt noch die Rückseiten, wo dann auch noch die noch alle noch unterschiedlich sind und ein bisschen herausfordernd sind. Gibt es auch noch eben Spezialeffekte, wo jeder noch ein bisschen einen anderen Plan hat, mit dem er startet. Aber eben das ist der Anfängerplan, der ist dann für jeden gleich. Da ist schon hier so ein Kiosk aufgedruckt. Das ist so ein kleines Gebäude, was uns Einkommen bringt. Und wir starten hier schon mit so einem leeren Dreiergehege. Die Mechanik ist hier so: Wir bauen hier sozusagen so Gehege, hier zum Beispiel so ein Fünfergehege, müssen wir immer angrenzend bauen. Die bauen wir leer in den Park rein und wenn wir dann später Tiere ausspielen, die wir in diesen Gehegen unterbringen, dann drehen wir auf die andere Seite, um anzuzeigen, dass die jetzt belegt sind. Ja, und ja. Das ist im Prinzip unser Ziel. Ihr seht, hier gibt es solche Boni, die wir bekommen, wenn wir was hier überbauen. Wir haben Wasserfelder und Felsenfelder, die uns teilweise behindern. Teilweise brauchen wir sie aber auch als Voraussetzung für bestimmte Tierarten. Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Puzzlespiel auch mit drin. Aber bevor wir den ganzen anderen Rest uns auch noch angucken, das Wesentliche ist zunächst einmal passiert hier unten, hier mit diesen 5 Kartenslots. Das sind nämlich die 5 Aktionskarten, mit der das ganze Spiel gesteuert wird und jeder Spieler hat auch den identischen Satz von Aktionskarten zur Verfügung. Am Anfang vom Spiel muss man die Tieraktion hier ganz links auf den ersten Slot setzen. Die anderen mischt man aber, sodass auch jeder Spieler hier ein bisschen mit einer anderen Zusammenstellung startet. Wenn man dran ist, ja, dann macht man eine Aktion. Und wie macht man eine Aktion? Man sucht sich eine von diesen 5 Slots aus und führt diese Aktion durch. Also nur als Beispiel, ich sage zum Beispiel, ich führe jetzt hier die Verbandsaktion aus. Dann ist es immer so, was die einzelnen Aktionen machen, ist auch überall immer schön abgedruckt hier, führe eine Verbandsarbeit mit Wert von maximal X aus. Und dieses X ist eben genau der Wert des Slots, wo die Karte hier ist. Ein Mechanismus, der auch jetzt nicht komplett neu ist, gab es auch schon in anderen Spielen. Aber ja, ein Mechanismus, der sehr gut funktioniert. Also ich kann eine Verbandsaktion mit Wert 3 hier ausführen. Wenn ich das gemacht habe, dann schiebe ich die Aktion auf Platz 1. Und jetzt seht ihr, jetzt rutschen die halt vor, sodass ich eben, wenn ich das nächste Mal dran bin, zum Beispiel schon Bauen mit Wert 3 machen könnte. Und wenn ich natürlich hier hinten was mache, dann ja hier zum Beispiel Kartenziehaktion, kann ich dann mit Wert 5, dann ist sie halt besonders stark. Dann passiert halt Folgendes und ich habe plötzlich die Karten nur noch auf 1 liegen und habe jetzt plötzlich die anderen rutschen alle 1 vor. Das heißt ja, natürlich besonders optimiert ist es immer, wenn man immer schön von hier hinten nimmt, dass alle weitergeschoben werden, aber das passt natürlich nicht immer in jede Spielsituation rein. Ansonsten hier noch ganz kurz, wir haben Geld zur Verfügung, wir haben hier diese Verbandsmitarbeiter, haben am Anfang einen freigeschaltet, drei müssen, also haben wir einen zur Verfügung, drei können wir noch freischalten. Wir haben hier links solche Klötzchen, das sind ja, Artenschutz, wenn wir Artenschutzprojekte unterstützen, das sind so Auftragskarten, dann können wir da welche einsetzen, dann schalten wir sofort Boni und aber auch diese Hand bedeutet immer Einkommenseffekte frei. Hier unten nochmal 3 starke Sofortboni können wir uns dann auch besorgen. Und hier links haben wir noch sozusagen 2 Ablagefelder. Zum einen hier für Partnerzoos. Es gibt insgesamt eben 5 Kontinente und von 4 können wir uns hier solche Partner-Badges holen, die dann auch, die dienen auch. Teilweise brauchen wir die als Voraussetzung für Karten. Sie geben Boni, wenn wir hier was überbauen, sieht man schon. Und das ist vielleicht auch hier schon ganz gut zu erklären. Es gibt 2 sehr wichtige Boni. Im Spiel nämlich zum einen diesen Boni hier, da sieht man so plus so ein Mann. Wenn ich das überbaue, kann ich natürlich erst machen, wenn ich hier unten schon so weit bin. Dann bekomme ich tatsächlich hier einen weiteren Verbandsmitarbeiter, der wichtig für die Verbandsaktion ist. Dann kann ich nämlich die zweimal ausführen, bis dann wieder so eine Pause ist, wo dann die Verbandsarbeiter auch wieder zurückkommen. Auch hier muss ich natürlich von unten, habe ich es auch falsch gemacht, man kriegt natürlich hier von unten zuerst ein, weil man sieht schon hier, wenn ich den dritten freischalte, dann bekomme ich auch wieder einen Bonus. Und dann gibt es noch diesen Bonus hier und der ist sehr wichtig. Der sagt nämlich, dass ich eine Aktionskarte aufwerten kann. Auch ein cooler Mechanismus. Ich kann diese Aktionskarten nämlich aufwerten. Ich kann die auf die Rückseite drehen und dann sind sie plötzlich stärker. Man sieht es auch hier, dann haben die plötzlich Level 2. Machen einfach mehr. Und gleichzeitig gibt es aber auch bestimmte Effekte,
für die brauche ich das als Voraussetzung. Und das ist nämlich gleich hier oben gegeben. Um nämlich dir den dritten Partner zu bekommen, brauche ich die Verbandskarte auf Level 2. Das ist eine Voraussetzung. Das heißt, ich hätte es dann lieber so machen sollen. Die Verbandskarte hier damit upgraden. Und jetzt könnte ich tatsächlich hier erst den dritten Partner zu bekommen. Und der wiederum würde mir hier, diesmal mache ich es richtig, den zweiten Verbandsarbeiter auf zweiten Verbandsarbeiter freischalten. Es gibt aber natürlich auch noch andere Effekte, andere Möglichkeiten, Karten aufzuwerten und Verbandsmitarbeiter zu bekommen. Zum Beispiel hier kann man auch eine Karte aufwerten und so weiter. Ich wollte euch nur schon mal dieses Grundprinzip hier zeigen. Und ihr seht es auch hier beim Bauen zum Beispiel, wenn man die Bauenkarte aufgewertet hat, kann man diese zwei Sonderfelder hier unten auch noch nutzen. Und man kann hier oben, sieht man nämlich alle Gebäude, alle Arten von Gehegen, die man bauen kann. Es gibt zwei Sondergehege, das Reptilienhaus und die Großvogelvoliere. Die kann man erst bauen, wenn man die Bauenkarte aufgewertet hat. Und jetzt einmal kurz die Aktion durchgegangen. Die Kartenaktion ist relativ simpel. Je nachdem, wie die Stärke ist, kann ich jetzt eine bestimmte Menge an neuen Tierkarten vom Stapel nachziehen, muss eine bestimmte Anzahl abwerfen oder kann zuschnappen. Und dafür schauen wir uns jetzt mal die Kartenauslage an. Zentrales Element des Spiels sind die Karten. Es gibt wirklich extrem viele Karten, wie ihr seht, über 200 dieser Tierkarten. Und die sind auch alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Effekte, unterschiedliche Kosten, unterschiedliche Voraussetzungen. Da ist eine Menge geboten. Ich hatte ja schon jetzt gerade die Kartenaktion gezeigt. Prinzipiell ist es so, wir starten das Spiel mit 4 Handkarten. Am Anfang kriegt jeder 8 Karten einfach vom Stapel ausgeteilt. Davon muss er sich 4 aussuchen. Rest landet hier auf dem Ablagestapel. Und wenn ich die Kartenaktion mache, dann habe ich, wie gesagt, je nachdem, zum Beispiel, ich habe dies mit Stärke 3 gemacht, steht hier, kann ich 2 ziehen und eine abwerfen. Hier steht auch, ziehe Karten vom Nachziehstapel oder schnappe zu. Das heißt hier dieses Ziehen, ich müsste einfach blind 2 Karten ziehen und müsste eine wieder abwerfen. Das könnte aber auch eine von meinen alten Karten sein. Und dann gibt es noch den Effekt Zuschnappen. Den kann ich allerdings nur auswählen, wenn ich wirklich Stärke 5 habe. Dann kann ich einfach eine Karte aus der Auslage nehmen. Und zwar ohne jede Voraussetzung. Ich kann die einfach nehmen. Also ich kann einfach die nehmen oder die. Ganz egal, Zuschnappen bedeutet irgendeine Karte nehmen, aber eben nur eine. Wenn ich die Kartenaktion aber aufwerte, dann ist plötzlich wichtig hier diese Rufzeile. Das ist eine Zeile, bei der wir auch vorrücken können. Das ist Ruf, kriegen wir auch durch verschiedene Aktionen. Falls wir zum Beispiel Ruf 5 haben, können wir auch eine Karte aufwerten. Ruf 8, 9, so einen Mitarbeiter für Verbandsaktionen kriegen. Und es geht dann auch noch weiter hier mit weiteren Belohnungen. Wichtig ist diese Rufzeile auch deswegen, weil wenn ich die Karten aufgewertet habe, dann kann ich plötzlich auch in Rufreichweite Karten nehmen, also aus der offenen Auslage, in dem Fall zum Beispiel bis hier, weil meine Rufreichweite bis da geht. Genau, und natürlich bekomme ich auch mehr Karten und kann schon ab Stärke 3 zuschnappen, wenn ich die Kartenaktion ausgespielt habe. Es gibt natürlich auch andere Spieleffekte, die mich Karten in der Rufreichweite nehmen lassen, zum Beispiel bestimmte Überbauboni und so weiter und so fort. Als nächstes schauen wir uns die Aktion Verband an und gleich dabei auch noch hier dieses Verbandstableau. Da werden am Anfang hier 4 allgemeine Artenschutzprojekte aus einer größeren Auswahl ausgewählt bei 4 Spielern. Das sind einfach ja, Auftragskarten, mit denen wir weitere dieser Artenschutzpunkte hier bekommen können. Wenn ich jetzt die Verbandsaktion mache, dann setze ich hier meinen Verbandsmitarbeiter ein. Da habe ich am Anfang einen, also kann diese Aktion auch nur einmal ausführen, bis ich den wieder zurückbekomme. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Und ja, je nachdem, wo die Karte halt gelegen ist, kann ich es mit einer bestimmten Stärke ausführen. Wenn ich zum Beispiel mit Stärke 2, dann kann ich eben genau nur diese Aktion hier machen, seht ihr hier Stärke 2 und es gibt mir einfach 2 Rufpunkte auf dieser Rufleiste, die ihr schon kennengelernt habt. Hier mit Stärke 3 bekomme ich einen von diesen Partner-Zoos, die werden auch erstmal nicht wieder aufgefüllt, wenn das jemand genommen hat
Dann kann ich noch eine Partneruniversität gewinnen. Das sind diese drei Plättchen hier. Die geben einem auch Rufpunkte, die geben einem hier diese Wissenschaftssymbole, die wir wiederum für andere Karten als Voraussetzungen brauchen. Sie erhöhen hier, wenn man dieses Plättchen nimmt, mein Handkartenlimit von 3 auf 5. Wenn eine Pause ausgerufen wird, so eine Art Rundenende. Und dann gibt es hier mit der höchsten Stärke 5 auch noch die Möglichkeit, eines dieser Artenschutzprojekte zu unterstützen. Dazu muss man natürlich die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Und ja, das kann man hier lesen, zum Beispiel hier dieses Pflanzenfresserkarte benötigt so und so viel Pflanzenfresser-Symbole in deinem Zoo. Diese Symbole, die sind eben auf den Tierkarten zu finden. Und hätte ich jetzt zum Beispiel schon 4 Symbole und würde diese Aktion machen, könnte ich hier so einer meiner Klötzchen auch von meinem Tableau hinlegen, gibt mir dann so einen Sofortbonus von meinem Tableau und auch vielleicht ein Einkommen. Und ich kriege vor allem hier diese 4 Artenschutzpunkte und dieses Feld ist dann auch für meine Mitspieler blockiert. Und die können dann sich dann eben nur noch hier die anderen beiden möglicherweise sichern. Hier oben ist Platz für weitere Artenschutzkarten, weil man kann sozusagen auch Artenschutzprojekte auf die Hand bekommen. Und ja, wenn man so einen auf der Hand hat, dann kann man die mit dieser Aktion auch ausspielen. Ich nehme es mal runter, hier sieht man es. Die haben halt auch andere Voraussetzungen. Hier zum Beispiel muss man ein Tier mit einem Asien-Symbol auswildern. Das bedeutet eine Tierkarte, die ich eigentlich schon mal im Tier, was ich schon mal im Zoo habe, dann wieder sozusagen abgeben. Und je nachdem, wie groß das Tier war, kriege ich dann unterschiedlich viele Punkte. Hier ist Platz für 4 Karten. Es kann sogar sein, dass da noch mehr gespielt werden, dann werden die tatsächlich sogar hier rausgeschoben, können dann nicht mehr weiter unterstützt werden, aber natürlich die Punkte, die behält man trotzdem. Und hier ganz links sieht man, falls man die Verbandsaktion aufgewertet hat, dann kann man zusätzlich, also erstmal kann man theoretisch sogar mehrere Aktionen machen, dazu braucht man natürlich auch mehrere Verbandsmitarbeiter, aber zusätzlich kann man dann auch immer noch eine Spende machen, da kann man einfach Geld, das ist das Symbol für Geld, eintauschen gegen Artenschutzprojekte. Das ist natürlich sehr gut, weil diese Artenschutzprojektpunkte quasi, Artenschutzpunkte, weil diese Punkte wirklich sehr wertvoll sind und deswegen könnte es sich lohnen, die Verbandsaktion auch früh aufzuwerten. Die nächste Aktion, die ich euch kurz zeige, ist die Bauaktion. Die ist relativ einfach. Man kann mit der normalen Bauaktion ein Bauwerk errichten mit der maximalen Größe der Stärke der Karte und muss 2 Geld pro Feld bezahlen. Das bedeutet, man hat mir hier so ein leeres Feld. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein 4er Gehege bauen will, dann kostet mich das 8 Geld und muss es hier so ranpuzzeln. Kriegt natürlich in dem Fall hier wieder 5 Geld als Bonus. Und das war's. Es gibt eben diese Gehege, dann gibt es hier diese Kioske, davon haben wir ja auch am Anfang einen auf dem Tableau. Was machen die Kioske, wenn die an befüllte Gehege angrenzen, also wenn da schon Tiere drin sind, dann generieren die einfach in der Pause Geld. Wenn also alles wieder zurückgesetzt wird, ja, kann ich damit einfach zusätzliches Geld generieren. Und dann gibt es noch Pavillons. Das sind auch so einer Gebäude, die geben einfach sofort eine Attraktion, also einfach quasi einen Siegpunkt. Und es macht natürlich Sinn, auch diese kleinen Gebäude zu bauen, weil wenn man das so komplett bebaut, dann gibt es auch am Ende des Spiels noch so einen kleinen Bonus. Es gibt so ein paar Sondergebäude. Ein Sondergebäude kann ich auch am Anfang schon bauen, das ist der Streichelzoo. Der ist insofern, das ist eigentlich auch ein Dreiergehege, ist insofern besonders als in den normalerweise ist es so, dass in jedes Gehege nur eine Tierart passt, aber der Streichelzoo, da passen 3 verschiedene Streichelzoo-Tiere rein und wenn man das dann macht, dann kann man das so markieren, jetzt wäre der Streichelzoo voll belegt. Und es gibt noch 2 weitere besondere Gebäude, nämlich die Großvogelvoliere und das Reptilienhaus. Die haben auch so eine ganz witzige Form. Ja, das ist das Großvolierenhaus. Ich muss natürlich eigentlich immer angrenzend bauen. Ich zeige es euch jetzt einfach nur mal so. Und hier das Reptilienhaus. Beide kann man erst bauen, wenn man die Karte auf 2, also aufgewertet hat. Und man könnte jetzt auch in einem Zug mehrere Bauwerke, natürlich muss die Stärke trotzdem noch passen, bauen. Und auch diese beiden haben die Besonderheit, dass da mehrere Tiere rein können, die wir dann, das muss man dann so mit diesen
Klötzchen auch markieren. Irgendwann sind die natürlich auch voll. Wie das funktionierte mit den Tieren, die da reinzusetzen, das erkläre ich euch jetzt gleich mit der Tierkarte. Hier die Tierkarte, damit können wir jetzt überhaupt Tiere aus unserer Hand ausspielen. Und die, was heißt ausspielen? Ausspielen bedeutet, man lässt sie in seinem Zoo einziehen sozusagen. Und ich mache das mal hier wieder weg, weil das stimmt ja auch hier nicht so, wie ich das gebaut habe. Zack, dann verwirrt es nicht so sehr. Sagen wir mal, das sieht hier so aus. Ich könnte jetzt mit der Tierkarte hier diesen Karakal ausspielen. Und zunächst einmal, wie sehen diese Tierkarten so aus? Hier oben sind Symbole, die sie mir geben. Das heißt, wenn ich diesen Karakal in meinem Zoo habe, dann habe ich hier ein Raubtiersymbol und ein Afrika-Symbol. Die könnten dann wieder für andere Tierkarten als Voraussetzung möglicherweise wichtig werden. Voraussetzungen hat der Karakal tatsächlich keine, ist eher so ein Anfängertier. Hier oben steht, wie groß sein Gehege mindestens sein muss, 2 Felder und wie viel Geld er kostet, wenn ich ihn ausspiele. Das heißt, ich müsste jetzt 9 Geld bezahlen und jetzt könnt ihr in ein Gehege mit der Größe 2 einziehen. Ich habe jetzt hier in dem Fall nur noch ein Gehege der Größe 3, was leer ist. Ich könnte ihn jetzt hier auch einziehen lassen, dann drehe ich den auf die Rückseite und jetzt ist der Karakal hier drin. Ich kriege den natürlich hier jetzt auch nicht mehr raus, das heißt, außer ich wille das Tier aus tatsächlich, dann wäre das möglich, aber anders wird es jetzt nicht irgendwie angezeigt, dass jetzt ausgerechnet da der Karakal drin ist. Ist einfach klar, diese Karte bleibt in meiner Auslage und so kann ich auch immer kontrollieren, wie viele Tiere habe ich denn korrespondiert und das noch mit den Sachen, die hier belegt sind. Die Karakal hat außerdem auch noch einen Spezialeffekt. Da gibt es die unterschiedlichsten, das kann man einfach lesen, steht immer auch drauf und versteht man auch ziemlich gut. Und er gibt mir sofort 4 Attraktivitätspunkte. Es gibt natürlich jetzt noch andere Karten, zum Beispiel hier der Löwe. Ja, erstmal ist der riesengroß, der braucht ein 4er-Gehege. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich dieses Gehege jetzt noch so... Ja, wenn es noch leer wäre, dann könnte ich versuchen, den Löwen auszuspielen. Er ist ziemlich teuer, aber man sieht hier, er hat auch noch Voraussetzungen. Er braucht hier zum Beispiel 3 Raubtiersymbole, die muss ich schon haben. Ich hätte jetzt mit dem Karakal gerade mal ein Raubtiersymbol gehabt. Das heißt, in dem Fall kann ich den Löwen hier nicht ausspielen. Und es gibt noch andere Karten, andere Voraussetzungen. Zum Beispiel hier der Malaienbär. Da ist es zum Beispiel so, der will einen bestimmten Partner zu haben, in dem Fall den Partner, zu dem er halt auch, wo er halt auch herkommt. Das heißt, um den auszuspielen, brauche ich eben mit der Verbandsaktion, muss ich mir hier schon den Partner zu Asien geholt haben. Nur dann könnte ich den Malaienbär ausspielen. Und gibt mir interessante Symbole, zum Beispiel auch hier dieses Bär-Symbol, ein sehr besonderes Symbol, was dann auch wieder auf andere Karten Bezug nimmt. Dann gibt es natürlich Tiere, die eben mit diesen besonderen Käfigen hier korrespondieren. Ich nehme mal die wieder weg. Ich habe ja schon hier gesagt, hier den Streichelzoo kann man am Anfang auch bauen, aber um ihn zu befüllen, braucht man halt auch die Streichelzoo-Tiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Hausziege zum Beispiel ausspielen würde, dann seht ihr da oben diese 1 und das ist eben das Symbol des Streichelzoos. Das bedeutet einfach, die Hausziege belegt einen Platz im Streichelzoo. Sie kostet 7, hat auch das Streichelzoo-Symbol und die Streicheltiere, die haben einfach die Effekte, dass sie sich sozusagen gegenseitig verstärken. Man kriegt dann pro Streicheltiersymbol im Zoo 3 Punkte. Wenn es jetzt das erste ist, kriegt man das nicht. Aber man kann eben zum Beispiel, wenn man jetzt das zweite Streicheltier ausspielt, dann hätte man schon 2. Dann würde man hier, das zählt ja mit. Das heißt, hier würde man einfach 3 Punkte kriegen und beim zweiten kriegt man dann sofort 6 Punkte und man hat eben 3 Plätze im Streichelzoo. Ist so ein erstes sozusagen ein einfaches Gebäude, mit dem man viele Karten auf kleinem Raum unterbringt. Und wie gesagt, dann gibt es eben noch diese verrückten, ich habe das jetzt eben schlecht gebaut, aber tun wir mal so, als wäre hier auf jeden Fall, mach es mal so, sonst sieht es so blöd aus. Hier das Großreptilienhaus. Wie funktioniert jetzt das? Es gibt eben Karten wie diese hier, zum Beispiel der Komodo-Varan, der braucht entweder ein Dreier Gehege oder er belegt 2 Felder im Großreptilienhaus. Wie funktioniert das? Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe das Großreptilienhaus schon, wenn ich den ausspiele, ja, dann belegt er einfach hier 2 Felder und ich hätte noch 3 frei. Oder ich habe den schon früher gespielt und den habe ich zum Beispiel hier einfach in mein Dreiergehege
habe ich den einziehen lassen. Es geht auch, ich hatte das noch gar nicht. Dann sieht es irgendwie so aus und irgendwann baue ich jetzt hier das Großreptilienhaus. Dann und nur dann kann ich tatsächlich den umziehen lassen. Dann könnte ich sagen, ah ja, der braucht ja drei. Also ich könnte jetzt ein beliebiges Dreiergehege, ist dann tatsächlich egal wo, könnte ich wieder umdrehen und dann sagen, so, der Komodowaran, der zieht jetzt um hier ins Großreptilienhaus und jetzt habe ich dieses Dreiergehege wieder zur Verfügung. Und hier mit der Großvoliere funktioniert es ganz genauso. Es gibt eben auch hier, ne, hier zum Beispiel der Sekretär, entweder ein Vierergehege oder er belegt nur ein einziges Feld hier im Großvolierenhaus. Das ist natürlich schon ganz schön cool. Oder hier auch der Maribu, ebenfalls entweder ein Dreiergehege oder ein Feld im Großvolierenhaus. Aber darf nicht vergessen, diese beiden besonderen Gebäude kann ich tatsächlich nur mit der aufgewerteten Baukarte überhaupt ausspielen. Und nochmal ein bisschen einfacher gedacht, es gibt natürlich auch sowas hier, hier oben, dieser Cutter, der braucht ein Dreiergehege, aber er muss auch am Felsen irgendwie sein. Das heißt zum Beispiel hier dieses Dreiergehege, das wäre für ihn gut geeignet, weil das hat irgendwie, ist angrenzend hier zu einem Felsen und da könnte der Cutter dann tatsächlich einziehen. Gibt natürlich auch Tiere, die wollen am Wasser sein und so weiter und so fort. Ja, und jetzt muss ich euch noch hier die Sponsorenaktion erklären. Wenn man die wählt, dann kann man eine Sponsorenkarte aus der Hand mit Maximalstufe X ausspielen, je nachdem eben, wo sie liegt. Und ja, Sponsorenkarten ist einfach eine andere Kartenart, die man auch auf die Hand kriegen kann. Sind keine Tiere, aber machen halt verschiedenste Effekte. Zum Beispiel hier diese Patenschaft Geier, die würde mir Einkommen geben, immer wenn Pause ist. Je nachdem, wie viele Vogelsymbole ich im Zoo schon habe. Sie hat aber auch als Voraussetzung mindestens ein Zoosymbol und ich kriege ein Vogelsymbol und ich kriege auch für jedes Vogelsymbol sofort einen Siegpunkt. Und dann gibt es auch noch sowas hier: Meeresschildkrötenbecken. Ja, Stärke 5, ne? Ziemlich teure Karte, aber die erlaubt mir zum Beispiel sofort einfach hier so ein Sondergehege in meinem Zoo zu bauen. Dieses Sondergehege ist auch sofort befüllt, ja, also da sind die Meeresschildkröten quasi schon drin und ja, ich hatte auch noch einen besonderen Effekt, muss ihn aber auch, diese Meeresschildkröten muss ich auch in der Nähe vom Wasser platzieren. Oder hier sowas, auch einfach hier so eine Karte, Landessubvention, die gibt mir dann einfach Einkommen immer. Und auch hier rechts was Neues, diese braun hinterlegten Effekte sind immer Spielendebedingungen, da kriege ich dann noch Artenschutzpunkte für 9 Rufpunkte. Ja, aber gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Sachen. Und vielleicht hier noch ganz interessant, hier diese Karte, das Quarantänelabor. Das macht mich nämlich immun gegenüber 4 verschiedenen Angriffseffekten, die es im Spiel noch gibt und die auf verschiedenen Tierkarten drauf sind. Da gibt es sowas wie Gift, Würgen, Hypnose und Stibitzen. Ja, das sind so kleine interaktive Ärgereffekte. Bei Stibitzen zum Beispiel kann man eben gegnerische Karten klauen, bei Hypnose eine gegnerische Aktionskarte verbrauchen oder Gift- oder Würgemarker verteilen. Ja, das sind halt solche Tiere hier, wie zum Beispiel hier die grüne Mamba, die hätte einen Gifteffekt oder die Kobra, das sind also Schlangenkarten, hat einen Hypnoseeffekt. Tigerpython, Würgeeffekt. Und ja, mit dem Quarantänelabor, wenn man das ausspielt als Sponsorenkarte, dann ist man halt hier vor geschützt. Nur als um es auch mal hier kurz zu erwähnen, hier würde man sofort so einen Stärkemarker bekommen. Diese Stärkemarker kann man ausgeben, um wiederum Aktionen einfach sozusagen ja, stärker zu machen, als sie eigentlich sind. Wenn zum Beispiel so eine Sponsorenkarte dann auf Level 3 liegt, ich so einen Stärkemarker abgebe, ist es halt Stärke 4 und auch hier gibt es eine Siegendbedingung, hier für 5 verschiedene Kontinentsymbole würde es noch einen Artenschutzpunkt am Spielende geben und auch hier sieht man diese Forschungssymbole, die man dann zusätzlich in seinem Zoo zur Verfügung hat. Wichtig ist noch, wenn ich die Sponsorenkarte aufwerte, könnte ich auch mehrere Sponsorenkarten aus meiner Hand ausspielen. Und es ist eben so, die Sponsorenkarte hat 2 Aktionen eigentlich. Man kann diese Sponsorenkarten ausspielen oder man kann einfach eine Pause X machen und Geld bekommen, beim Aufwerten sogar 2x X, sonst einfach nur so viel Geld, wie eben die Karte Stärke hat. Und Pause, das muss ich jetzt euch noch erklären. Die Pause gibt es übrigens auch bei der Kartenaktion hier. Immer wenn man die Kartenaktion
ausführt, dann gibt es Pause 2. Und Pause bedeutet nichts anderes, als dass der Pausenmarker vorwärts schreitet und wir ja, uns näher einer Pause rückt. Und das ist so, eben so eine Aufräumphase. Denn hier ist noch so ein Pausentrack und am Anfang des Spiels setzt man hier diesen lustigen Pausenmarker, also eine Kaffeetasse, auf die Spieleranzahl. Also bei 4 Spielern kommt er einfach hier hin. Ja, und wenn dann eben Pauseneffekte ausgelöst werden, zum Beispiel Pause 2, dann würde der 2 Felder nach vorne gehen. Wenn jetzt jemand so eine Sponsorenkarte ausspielt auf Stärke 5 und sich für die Pausenoption entscheidet, würde er 5 Geld kriegen und der Pausenmarker 1, 2, 3, 4, 5 nach vorne rücken. Und es ist ganz simpel, sobald eben der Pausenmarker hier ist, wird eine Pause ausgelöst. Der Spieler, der das macht, kriegt noch so einen Stärkemarker und dann werden diese Aufräumeffekte einfach abgearbeitet. Das Handkartenlimit wird überprüft, normalerweise 3 Karten, wenn man diese Partneruniversität hat, 5 Karten. Dann werden alle Plättchen abgelegt, es gibt so mal 2 Verstärker-Effekte, wo man dann eine Aktion doppelt ausführen kann, die wird abgelegt, also das muss man immer nutzen, bevor die Pause ausgerufen wird. Aber auch diese fiesen Angriffseffekte wie Gift und Würgen werden abgelegt und es wird dann einfach nachgelegt, das heißt also, die Verbandsmitarbeiter, Worker kommen zurück, man kann sie dann also wieder einsetzen und alles, was hier weggenommen wurde, also die Partneruniversitäten und Partnerzoos, werden einfach nachgelegt. Dann wird hier, oh, das habe ich auch hier gar nicht nachgeführt, normalerweise rutschen die Karten natürlich hier immer gleich nach, wenn man hier was nimmt, aber bei der Pause werden dann die 2 einfach entfernt, sodass eben dann wieder ein bisschen neue Auslage hier dazu kommt. Und dann gibt es eben Einkommen und da ist nochmal wichtig, dass man natürlich erstmal einfach für seine Attraktionen Einkommen bekommt. Also wenn ich zum Beispiel bei 18 schon bin, dann kriege ich 16 Geld, je nachdem, wenn ich bei 38 bin, schon 32 Geld. Ich kriege Geld für meine Kioske und es kann natürlich sein, dass ich einfach Karten habe, die mir Einkommen bringen, so Sponsorenkarten hauptsächlich. Und auch auf meinem Tableau, wenn ich schon so Artenschutzprojekte unterstützt habe mit so Klötzchen, die ich von so Einkommensfeldern genommen habe, auch da kann ich Einkommen bekommen. Und ja, dann geht der Pausenmarker wieder zurück und einfach der nächste Spieler ist mit seiner nächsten Aktion dran. Und dann gibt es auch noch diese Sieg-Endbedingungskarten mit dem braunen Hintergrund. Da bekommt jeder beim Spielbeginn 2 Stück. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich eine davon aussucht, wie in so vielen anderen Spielen. Nein, da hat sich Archinova auch so ein bisschen was anderes ausgedacht. Denn hier bei der Artenschutzleiste gibt es hier einen Effekt. Der erste Spieler, der hier 10 erreicht, der löst aus, dass jetzt alle Spieler sich für eine dieser beiden Karten entscheiden müssen. Das heißt, erst so ja, nach einem Drittel der Partie muss man sich für die Sieg-Eng-Bedingungen entscheiden. Finde ich auch eine ganz coole Sache. Übrigens, hier sieht man, gibt es natürlich auch noch andere Boni, solche Plättchen, der zuerst da hinkommt, der kann sich zuerst eins nehmen, das dann weg und so weiter. Ist auch ein bisschen variabel. Habe ich auch nicht erwähnt, wie viele andere Kleinigkeiten natürlich auch. Und die Sieg-Eng-Bedingungen, ja, dafür gibt es auch Artenschutzpunkte, gibt es unterschiedliche Sachen, aber sehr schön finde ich ja auch hier den Naturalisten-Zoo. Da bekommt man nochmal Artenschutzpunkte für unbebaute Baufelder in seinem Zoo. Da will man also eigentlich möglichst wenig zubetonieren. Tja, und das waren die Regeln. Ansonsten kann ich nur sagen, ihr seht schon, es gibt hier einfach eine Menge Karten, die ich euch hier gar nicht alle vorblättern kann, weil es einfach zu viele sind. Mit ganz vielen Tieren, ganz vielen Effekten, ganz vielen Artenschutzprojekten, also eigenen Siegpunktbedingungen hier, wie zum Beispiel das hier. Oder es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr abwechslungsreich. Das müsst ihr für euch selber entdecken, wenn man die ganzen Effekte und die ganzen Symbole mal verstanden hat, ist es eigentlich auch relativ einfach, vor allem sehr schön, dass auf den Karten meistens alles draufsteht, was man wissen muss. Alle Effekte werden einfach nochmal hier schön erklärt. Und das macht das Spiel, wenn man die Regeln einmal verstanden hat, eigentlich sehr angenehm spielbar. Und zuletzt möchte ich euch das hier noch zeigen, denn das hier ist der Automat. Und zwar fast der gesamte Automat. Das ist das Tableau, was ihr braucht für die Solo-Partie. Wirklich clever gemacht. Da müsst ihr einfach nur 7 dieser Klötzchen von einer nicht benutzten Farbe drauflegen. Und die Regeln für das Solo-Spiel ist wirklich ganz einfach. Wenn ihr einen Zug gemacht habt, dann macht ihr hier so ein Klötzchen rüber
Und wenn ihr dann das siebte Klötzchen rüber gemacht habt, dann müsst ihr einfach eine Pause machen. Alles geht zurück, ihr arbeitet es hier ab, alles geht zurück. Und das Einzige, was anders ist als beim normalen Spiel, ist, dass zusätzlich einer von diesen Klötzchen hier auf ein Artenschutz, auf so ein Spendenfeld gesetzt wird. Sozusagen, da wird dann eben euch was weggenommen, wo ihr nicht mehr spenden könnt. Und ihr habt hier entsprechend ein Klötzchen weniger. Und das war's. Und der Rest ist tatsächlich auf den Karten drauf. Hier zum Beispiel so eine Karte hier, die eben normalerweise Giftmarker verteilt. Ist im Solospiel natürlich nicht sinnvoll. Da gibt's dann hier unten so blau hinterlegt einfach ein Alternativeffekt im Solospiel. Dann hat das Tier einfach einen anderen Effekt und bekommt dann einfach hier diese zwei Stärkemarker. Also wirklich finde ich ein sehr elegantes, knapp gehaltenes Automa-System. Ja, wenn es mehr solche geben würde, dann würde ich auch mehr Solo spielen. Ihr seht, recht umfangreich die ganze Geschichte. Viele Optionen, sehr viele Karten mit vielen, vielen Effekten, die ich natürlich sehr lange nicht alle zeigen konnte. Bleibt die Frage, was ist dran auszusetzen an diesem Spiel, beziehungsweise lobend zu erwähnen, und das gibt's jetzt. Arche Nova ist ein wirklich vielschichtiges, umfangreiches Expertenspiel, Euro-Expertenspiel. Und diese Vielschichtigkeit, die kommt hier nicht mal so sehr durch den Aufbau oder sowas, wie es bei vielen Spielen ist, dass da viele Varianten gibt oder sowas, sondern es steckt einfach in der Mechanik drin mit diesen extrem vielen Karten, die sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Voraussetzungen haben, die unterschiedliche Effekte haben und die eben zu ganz anderen Zeitpunkten ins Spiel kommen können. Dazu noch die unterschiedlichen Pläne, die wir haben, wenn wir dann mit den vollen Regeln spielen. Und das zusammengenommen ergibt einfach ein wirklich abwechslungsreiches und wirklich auch herausforderndes Spiel. Gleich an zweiter Stelle muss ich lobend das Thema erwähnen. Und ich weiß, es gibt da sogar ein paar Leute draußen, die finden das nicht lobenswert. Die sagen, was? Zoo? Das geht nicht, das ist nicht ein gutes Thema. Tiere im Zoo, das ist grundsätzlich abzulehnen. Und denen kann ich nur sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil ich finde, genau so muss man dieses Thema hier spielen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, Tiere im Zoo zu halten oder überhaupt Tiere zu halten, Wildtiere zu halten, das ist vollkommen klar. Aber wenn man ein Spiel über Zoo macht, dann muss man es genau so machen, indem man eben diesen Artenschutzaspekt auch total in Vordergrund stellt, und das macht Arche Nova. Hier sind wir nicht irgendwelche Vergnügungszoos, bei denen es nur darum geht, irgendwie die tollsten Tiere zu haben und die meisten Attraktionen zu haben, sondern hier geht es auch um das Thema Artenschutz. Das ist hier ja eine der Siegpunktleisten, ja. Ohne Artenschutz verliert man das Spiel halt einfach, ja. Und wie das hier umgesetzt ist, also natürlich, das ist ein Blick auf die Zoos, wie es natürlich die Zoos gerne auch selber sehen, dass sie eben einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten. Aber ich finde das super, und genauso muss man es machen, in meinen Augen. Für den Aktionsmechanismus gibt es auch lobende Worte. Dieser simple Kartenmechanismus, ja, der ist nicht neu, aber der funktioniert hier einfach wunderbar. Das ist einfach ein cooler Mechanismus, der immer wieder auch zu interessanten Entscheidungen führt. Und dazu noch mit dieser Aufwertungsmechanik, die ja auch sehr variabel ist. Ich kann mich halt entscheiden, welche Karte nehme ich zuerst, und gehe ich überhaupt, versuche ich die maximale Zahl an Aufwertung zu kriegen, oder gehe ich mehr auf den Verband, weil beides geht halt nicht auf Maximum. Ja, wirklich spannend. Dazu noch, dass ich bestimmte Karten eben aufwerten muss, um wieder andere Dinge zu triggern. Da muss ich mich auch entscheiden. Gefällt mir richtig gut. Generell, diese verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten sind hier einfach lobend herauszustellen. Ich habe das natürlich jetzt mit dem Kartenmechanismus schon so ein bisschen erwähnt, aber es gibt ja noch andere Felder. Ich kann hier einfach so viele verschiedene Wege einschlagen. Ich kann es eben voll auf den Verband abzielen. Ich kann oder voll auf diese Artenschutzkarten gehen. Ich kann aber da mein eigenes Ding auch machen. Also ich kann eher versuchen, meine richtig krassen Karten ins Spiel zu bringen. Ich kann eher auf die großen Tiere gehen, eher auf viele kleine. Ich kann mehr aufs Einkommen gehen. Ich kann einfach wirklich viel, viel machen. Und auch immer sehr situativ sind diese ganzen Möglichkeiten, weil es eben stark davon abhängt, was für Karten
komme ich, gerade auch am Anfang, in welche Richtung entwickle ich mich da. Also hier wirklich jede Menge Optionen. Ich finde, das Spiel hat eine wirkliche Stärke und das ist, bei jeder neuen Partie stehe ich im Prinzip vor einer komplett neuen Aufgabe und das wird nur durch diese Startkarten, die ich bekomme, schon vorgezeichnet. Ja? Weil dadurch, dass wir natürlich eben diese vielen verschiedenen Karten haben und es eben nicht klar ist, dieser Kartenstapel wird komplett gemischt, es gibt keine Startkarten oder irgendwie ja, ein Deck, was hier irgendwie zusammengemischt wird, und dann kommen zuerst die Karten, im späteren Spiel kommen andere Karten. Nein, hier kann sozusagen jede Karte als erstes kommen und jede Karte kann ich auch irgendwie in meine Starthand theoretisch kriegen. Und dadurch habe ich eben so viele Möglichkeiten. Klar muss ich natürlich von den kleinen Tieren mich zu den großen vorarbeiten. Aber wie ich das mache, ob ich auf welche Spezialgebäude ich gehe und so weiter, welche zwischen den Karteneffekte ich versuche zu triggern, ja, welche kleinen Engines ich mir aufbaue, das ist eben sehr situativ und das macht jede Partie einfach abwechslungsreich und spannend. Zu der Illustration. Ich weiß, auch wie das Thema, habe ich da schon verschiedene Sachen gehört. Aber ganz ehrlich, ich finde es klasse. Liegt natürlich auch daran, dass ich wirklich gerne diese realistischen, lebensnahen, echten Sachen mag. Das mag ich einfach. Gut, das sind im Prinzip gar keine richtigen Illustrationen, sondern es sind so leicht retuschierte Fotos. Aber ich finde, das ist alles stimmig und ganz ehrlich, bei dem Thema finde ich das genau richtig, dass wir hier wirklich echte Tiere abfotografiert sehen. Ja, es ist halt ein Spiel, was wirklich in der Realität spielen soll, die Realität irgendwie abbilden soll und deswegen gefällt mir die grafische Gestaltung hier wirklich gut. Letzter lobender Punkt ist einfach der Mix. Ich meine, natürlich, klar, man kann sagen, der Kartenmechanismus, der ist nicht neu. Der Aktionsmechanismus, der ist nicht neu. Ja, die gegenläufigen Siegpunktleisten. Natürlich gab es das auch schon bei Ratchas, ja. Hier ist vieles nicht neu. Aber der Mix, das Package, wie ich es immer so schön nenne, ja, das ist trotzdem neu. Und frisch und gut und ist eben nicht schon mal da gewesen und deswegen finde ich, ist es einfach hier auch richtig ein positiver Punkt. Es ist eine coole Mischung aus modernen Mechanismen, gekonnt zusammengemixt und das als Erstlingswerk. Respekt. Und mein letzter lobender Punkt geht an dieses Plättchen hier. Das hier ist nämlich der Solo-Mechanismus und ich bin ganz außer mir, weil normalerweise hört ihr von mir eher solche Wörter wie, ach, Solo-Mechanismus habe ich nicht ausprobiert, interessiert mich nicht, finde ich eh langweilig und so weiter. Ja, hier habe ich mir die Mühe gemacht, den mal anzutesten und ich muss wirklich sagen, zumindest von der Umsetzung her, ist es einer der coolsten Solo-Mechanismen, die ich schon seit langem kennengelernt habe. Warum? Weil er so unfassbar simpel ist. Hier macht man einfach 7 Dinger drauf, man hat einfach 7 Aktionen und dann ist Pause und in der Pause wird einfach so ein Spendenfeld besetzt. Und dann muss ich es einfach nur schaffen, das Spiel zu besiegen, indem ich genug Punkte mache in der Zeit, die mir gegeben ist. Und das war's. Das sind die ganzen Solo-Regeln. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mir da diese extrem anstrengenden Automa-Regeln oft durchlese, mit diesen Kartendecks und 1000 Regeln und 1000 Glossars und was weiß ich, trotzdem würde ich das Spiel natürlich lieber mit Leuten spielen, gar keine Frage. Aber wer eben ein Solo-Spiel sucht, oder ein Spiel, was man eben auch solo spielen kann. Auch hier, klare Empfehlung, Arche Nova. Gibt's hier Tadel? Es gibt Tadel. Es gibt bei allen Spielen Tadel. Ja, das ist ganz klar. Und es gibt auch hier was auszusetzen. Das heißt auszusetzen, was zu bedenken, würde ich eher sagen. Zum einen ist zu bedenken, dass viele Leute werden sicherlich das Spiel, habe ich ja auch gemacht, mit Terraforming Mars vergleichen. Ich hatte ja auch schon erwähnt, es ist komplexer. Und man muss sich einfach klar machen, so als Terraforming Mars-Spieler wird man am Anfang durchaus überrascht sein, ja, wie viel hier drin steckt und vor allem auch, wie unterschiedlich die Karten am Anfang sind und dass man eben auch, ja, da durchaus sich natürlich auch verzetteln kann. Und also das Spiel ist vor allem deswegen auch komplexer, weil es anders als Terraforming Mars eben nicht so leicht von der Hand geht. Man kann sich leichter verzetteln, man kann sich leichter totlaufen oder in Situationen reinlaufen, bei denen es nicht mehr so leicht weitergeht, weil ich plötzlich kein Geld mehr habe, weil ich plötzlich nur noch Karten auf der Hand habe, mit denen ich nichts mehr anfangen kann, weil ich nicht die richtigen Voraussetzungen habe und da irgendwie nicht richtig rankomme, weil ich irgendwie bei der Artenschutzleiste gar nicht vorankomme und deswegen keine Boni kriege. Also das sind einfach, das Spiel ist einfach herausfordernder und das muss man sich
sich einfach bewusst machen. Und wenn einem Terraforming Mars, wenn man sagt, oh, das ist schon echt das oberste Gefühle, was ich irgendwie mir zumuten möchte, dann ist Archie Nova vielleicht nicht das richtige Spiel. Trotz dieser vielen Optionen und Expertenspiel, lalala, es hat natürlich einen recht hohen Glücksfaktor, vergleichsweise hoch. Man darf jetzt nicht sagen, das ist ein glückslastiges Spiel, aber es hat für so ein Expertenspiel, für so ein anspruchsvolles Strategiespiel natürlich schon einen gewissen Glücksfaktor, einfach aufgrund der Tatsache, dass eben hier diese Karten so frei verteilt werden. Und ja, es kann sein, dass am Anfang des Spiels kriegt man ja 8 Karten dafür aus und es kann sein, dass ich wirklich 8 Karten kriege, mit denen ein Start wirklich schwer ist. Aber da kann man natürlich auch sagen, okay, man kann sagen, man kann so ein... Ja, Mulligan ziehen und einfach komplett nochmal neu. Das muss man halt sich klar machen. Also, und es kann natürlich sein, dass so eine Partie mal so läuft, dass irgendwie ein Mitspieler, warum auch immer, bei dem, der hat so viel Glück mit den Karten, dass da immer welche kommen, die super ineinander greifen und da kann er einen nach dem anderen ausspielen, ohne groß da irgendwie sich um die Sachen Gedanken zu machen. Das kann einfach mal passieren. Mich stört es nicht, weil ich finde, es gehört irgendwie zum Variantenreichtum des Spiels auch mit dazu, dass man auch mal Glück oder Pech haben kann. Man muss mal mehr überlegen und mehr kämpfen und mal läuft es halt einfach super und man freut sich. Aber ja, es ist nichts für Leute, die dieses Zufallselement einfach nicht mögen. Ja, da gibt es andere Expertenspieler, die sind da cleaner, die sind da klarer und nicht so glückslastig. Nochmal so ein Punkt, der so ein bisschen auf die Schwierigkeit abzielt. Es hat schon eine Menge kleiner Regeln. Das sieht man allein schon hier an diesem... in dieser Symbolübersicht. Allein wie viele Symbole hier sind, ja, auch mit den Angriffsfähigkeiten und wirklich diese ganzen Boni und was weiß ich, was es da alles so gibt. Das ist schon ganz schön unübersichtlich, gerade am Anfang. Da muss man natürlich ab und zu gucken und es führt auch dazu, dass gerade in den ersten Partien durchaus auch mal so ein paar kleine Fehler passieren, dass man am Ende sagt, oh, jetzt fast vorbei und wir haben jetzt gemerkt, oh nee, da haben wir doch einen Fehler gemacht, hier habe ich doch irgendwas übersehen. Also da sind schon eine Menge Spezial, auch es treten auch Spezialsituationen auf, spezielle Regelsituationen, da muss man auch mal nachschlagen. Also das muss man schon bedenken, aber natürlich, ja, dafür ist es halt auch komplex und vielschichtig, aber man hat halt schon diese hohe Regeldichte, die Regel ist auch wirklich, ne, nicht kurz. Muss man einfach bedenken. Aber es ist halt ein Expertenspiel, was soll ich sagen? Das gehört halt einfach dazu. Ich finde es geil, dass es so viel Zeug hat. Aber für Leute, die nicht viele Sachen, die lieber einfache Regeln wollen, ne? Einfach und komplex zu meistern, das ist es nicht hier. Ne? Das ist viel Zeug und komplex. Und letzter Tadelpunkt, tja, ist eher auch so ein Gefühlsding. Tatsächlich führt dieser Siegpunktmechanismus dazu, dass meistens der, der Spielende einläutet, auch gewinnt. Ja, weil der ist natürlich auch in dem Moment natürlich vorne, klar. Ja, weil der Erste ist, der sozusagen seine 2 Siegpunktmarker so überholt oder einholt. Ja. Das heißt nicht, dass er immer gewinnt, ja, weil man kann ihn natürlich noch einholen, noch überholen. Das ist möglich, aber meistens gewinnt er. Und, das ist fast eher noch der Tadelpunkt, recht häufig schaffen es die anderen Spieler nicht mehr, dass sich ihre Siegpunktmarker treffen, was heißt, dass sie oft dann in den Minuspunkten enden, am Ende. Ja. Kann man sagen, ist letztendlich egal. Es ist eher so ein Gefühlsding. Ich habe es halt schon erlebt, dass Spieler echt ein bisschen geknickt waren. Sie haben echt irgendwie hier 2-3 Stunden wirklich hart gefightet und am Ende hast du Minuspunkte. Ja. Gut, das ist halt einfach so, funktioniert halt hier der Siegpunkt-Zählmechanismus. Ich weiß auch nicht, mich stört es überhaupt nicht, aber man sollte es als Tadelpunkt vielleicht nicht unerwähnt lassen. So. Also eine Menge Lob und Tadel, vor allem eine Menge Lob. Und, tja, was soll ich sagen? Ist Archie Nova jetzt auf der Kaufenliste, Shortliste, Longliste oder Vergessenliste? Also, ich bin wirklich jemand, der prinzipiell nicht so gerne so Hype-Trains hinterherläuft. Ja? Also ganz klar. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, auch gerade vor Essen ist es immer so eine Geschichte. Haben wir jetzt, finde ich, auch wieder durchaus erlebt bei manchen Titeln, will ich da aber jetzt aber nicht so richtig drauf eingehen. Archie Nova, natürlich auch totaler Hype und war auch gleich ausverkauft und so weiter. Zum Glück kommt es ja jetzt wieder im Dezember. Ich hoffe also, wenn ihr jetzt das Video seht, selbst wenn es jetzt noch nicht sofort verfügbar ist, sollte es ziemlich schnell kommen oder sollte jetzt auf jeden Fall wieder verfügbar werden. Ich kann nämlich einfach nur sagen, der Hype ist hier gerechtfertigt und natürlich ist für mich Archie Nova ein Kauf. Ja, es gehört auf die Kaufenliste.
Es ist einfach so gut. Ich muss wirklich sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ihr wisst, das ist so ein bisschen Running Gag gewesen. Wir haben damals Terraforming Mars so ein bisschen, also wir fanden das Spiel schon richtig gut, aber wir hatten auch so ein bisschen was so ein bisschen was zu meckern, vor allem am Material, ja. Und irgendwie haben wir uns damals noch so nicht richtig durchringen können, dem so richtig so volle Kanne irgendwie das Lob zu erteilen. Im Nachhinein waren wir da dann so ein bisschen, haben uns da ein bisschen korrigiert, würde ich sagen, und sind jetzt auch der Meinung, dass Terraforming Mars auf jeden Fall ein All-Time-Classic ist, ja. Ich würde aber sagen, jetzt, Zeitpunkt jetzt, gefällt mir Arche Nova noch besser. Und es gefällt mir aus mehreren Gründen noch besser. Ich finde, es ist thematisch schöner. Ja, ich weiß, manche Leute werden sagen, was, Zoo? Aber ich finde wirklich, hier hatte ich ja schon gesagt im Lob, ich finde, das haben sie hier wunderbar umgesetzt. Blenden hier überhaupt nicht das Thema aus. Also, ich habe jetzt wirklich auch in letzter Zeit, auch in Essen, von den Essen-Neuhallen, ich habe da Spiele gespielt. Also, ganz ehrlich, wenn man über Arche Nova da meckert wegen dem Thema, ganz ehrlich, dann muss man einfach andere Spiele, muss man wirklich auf dem Scheiterhaufen verbrennen, ja? Also, ganz ehrlich. Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, mir gefällt das Thema wunderbar. Ich finde es auch eben, ja, weil es eben herausfordernder ist als Terraforming Mars, finde ich es eben noch besser. Mir gefällt wirklich diese Herausforderung hier super, dass man hier steht und wirklich von Anfang an nochmal wieder neu überlegen muss. Okay, ich habe jetzt diese Hand bekommen und ich habe vielleicht noch Zugriff auf diese eine Karte am Anfang in der freien Auslage. Ich muss mir jetzt wirklich überlegen, wie spiele ich dieses Spiel. Dann habe ich auch vielleicht auch noch eben einen der besonderen Pläne, wo ich dann auch noch so eine Aufgabe habe oder so eine Möglichkeit, kann ich gucken, was habe ich da für Boni, wie kriege ich die am besten genutzt. Und das gefällt mir einfach richtig gut. Natürlich, es ist ein Aufbauspiel mit relativ wenig Interaktion. Dafür, das werde ich im Hunter-Score, wird das natürlich dann auch wieder das Thema sein, die Immersion in dieses Spiel. Und damit meine ich so, wie es mich packt, wie ich versuche hier meine Engine aufzubauen, meinen Zoo zu erweitern, die Sachen zu schaffen, diese Karte noch durchzubringen, gerade so auf knapp, das Geld optimal zu nutzen, immer genug zu haben, immer auch meine Karten mit voller Potenzial auszuspielen. Das macht mir so viel Spaß. Also da muss ich wirklich sagen, Gratulation an Feuerland und an Matthias Wigge. Die haben hier wirklich wieder mal ein richtig cooles Spiel hergezaubert. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage im Raum, ja, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, naja, du sagst, es ist besser als Terraforming Mars, was ist dann in 3 Jahren? Gibt es, kräht ja noch ein Hahn nach Arche Nova und wir spielen immer noch Terraforming Mars. Das ist durchaus möglich, ja, das ist durchaus möglich. Man ist natürlich auch immer so ein bisschen in diesem Neuheiten-Flash gefangen. Es ist alles, es ist neu, es ist toll, man will es irgendwie spielen. Das ist ganz klar. Ich glaube halt nur, wenn ich dass eben dieses Spiel mich als Expertenspieler noch ein bisschen mehr abholt. Terraforming Mars, ich habe jetzt viel darüber geredet, schon fast ein Vergleichsvideo hier, aber ganz klar, ist ein bisschen zugänglicher, leichter in der Belohnung, ja, also sozusagen auch wenn ein Spiel nicht so gut läuft, kriegst du bei Terraforming Mars irgendwie gefühlt mehr zurück und du hast vielleicht am Ende das Gefühl, oh, lief trotzdem gut, bin zwar nur Letzter geworden, aber war trotzdem cool. Hier bei Arche Nova, klar, da steckt auch mehr Frustration drin, da kann es auch mal sch schlecht laufen, da können die Karten nicht so kommen, da könnt ihr euch verrechnen, da könnt ihr euch verkalkulieren, da können echt auch mal Durchhänger passieren und über die ärgert man sich. Aber das macht natürlich auch die Herausforderung hier aus und ich finde die klasse. Deswegen von mir eine ganz klare Kaufempfehlung für alle Eurogame-Liebhaber, die das Thema gut finden, die Terraforming Mars oder solche Sachen gut finden, die Mechanik, die ihr gesehen habt, gut findet. Da könnt ihr meines Erachtens absolut nichts falsch machen. Dazu noch dieser wirklich schön simple Solo-Modus. Chapeau. Und jetzt gibt es noch den Hunter-Score, könnt ihr euch vorstellen, der wird auch nicht schlecht ausfallen. Da wünsche ich euch noch viel Spaß damit. Ich sage trotzdem jetzt schon Tschüss, danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren, positiv bewerten, gerne kommentieren. Das interessiert mich auch wirklich, wie seht ihr das, Terraforming Mars oder Arche Nova?
Habt ihr da eine Präferenz? Ich habe ja eine klare Präferenz, habe ich ja jetzt mehrfach gesagt. Würde mich aber interessieren, wie ihr das seht. Ich weiß, es gibt sehr viele Terraforming Mars-Fans da draußen. Vielleicht sagt ihr auch, oh ne, an mein Terraforming lasse ich hier kein Archinova schnuppern. Ja, würde mich interessieren auch vielleicht, wie ihr das argumentiert. Auf jeden Fall gerne kommentieren. Und ansonsten verabschiede ich mich schon mal hier. Bleibt dran für den Hunter Score und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao. Es geht los mit dem Hunter Score für Archinova und ja, Materialqualität zunächst als erstes und ich halte es nur noch mal rein. Feuerland macht einfach tolles Eurogame-Material, dass sie immer diese coolen Sortierer hier mit dabei haben, ist einfach vorbildlich. Es gibt natürlich Spiele, die sind noch opulenter ausgestattet vom Material her. Trotzdem, das sind es für mich, sind es einfach 9 Punkte von 10 möglichen. Ist einfach toll. Grafische Gestaltung, ich habe gesagt, ich mag es total gerne hier mit dem naturalistischen Stil. Es ist natürlich auch kein Grafikfest, aber für ein Eurogame finde ich das wirklich hübsch, sind für mich 8 Punkte. Die Regel, ja, sie ist umfangreich, aber ich habe sie gut verstanden, sie ist gut strukturiert, vor allem werden sehr viele Spezialfälle gut erklärt. Ich finde die Regeln auf den Karten prima, das sind 8 von 10 Punkten. Thema gebe ich eine glatte 10. Ich weiß, viele werden das anders sehen. Für mich ist es so, muss man Thema zu als Brettspiel umsetzen, ist für mich 10 Punkte. Mechanik und Balance sind 10. Hier ist die Mechanik einfach top-notch auf der Höhe der Zeit. Ich finde hier nichts, was mich mechanisch wirklich stört. Ich finde es sind einfach 10 Punkte. Spielspaß gebe ich 9. Ich habe wirklich mega viel Spaß mit dem Spiel. Warum gibt es jetzt da einen Punkt Abzug? Tja, das ist immer so eine Sache. Irgendwie so ein bisschen gefühlsmäßig. Es ist halt doch ein eher solitäres, also nicht sehr interaktives Spiel. Und ja, es gibt vielleicht doch noch ein, zwei andere Spiele, wo ich dann, die vergleichbar sind, ne? Man muss es ja auch immer vergleichen, ne? Mit ähnlichen Spielen, wo ich dann doch die 10 geben würde. Hier ist es einfach eine 9. Dafür gebe ich bei Tiefgang nochmal eine 10. Und natürlich, 10, das bedeutet nicht immer, das ist jetzt das tiefgründigste Spiel, was ich mir vorstellen kann. Klar gibt es komplexere Spiele. Diese 10, das bedeutet eher so, wie gut empfinde ich diesen Tiefgang? Und den empfinde ich hier einfach als sehr gut, als genau angemessen, der Mechanik und so weiter angemessen. Und mir fehlt hier nichts. Ich finde genau richtig, wie das hier ist, wie viele Möglichkeiten ich habe. Das sind 10 Punkte. Wiederspielreiz auch eine 10. Ja, weil ich einfach finde, durch diese wirklich vielen, vielen Karten, durch die Herausforderung, sind es einfach 10 Punkte. Und nochmal 10 gibt es bei Interaktion und Immersion. Ja, es ist kein super interaktives Spiel, hat diese interessanten kleinen Ärgermechanismen, aber die Immersion ist hier einfach wirklich klasse. Ähnlich wie bei Terraforming Mars. Man baut seins so, man hat wirklich das Gefühl, Mensch, und einmal hat man, dann hat man mal irgendwie so einen coolen Bärenpark oder man hat einfach den streichelt so oder schafft was anderes. Ich finde wirklich, ich gehe voll in diesem Spiel drin auf und vergesse die Zeit. Und das ist für mich ein immersives Brettspielerlebnis. Bisschen Interaktion ist auch dabei, was aber wirklich super hier zur Balance passt. Auch 10 Punkte. Und Preis-Leistung, es kostet 65 €. Aber ihr bekommt wirklich ein Spiel mit sehr vielem, sehr viel Material, was auch noch wirklich qualitativ hochwertig ist. Deswegen sind das auch für mich 9 Punkte. Über das Preis-Leistung-Ding werde ich auch noch mal ein bisschen nachdenken. Fanden alle jetzt nicht alle so passend diesen Aspekt, aber irgendwie finde ich ihn doch wichtig. Weil es kann einfach mal sein, dass es zwar trotzdem alles toll ist, aber einfach zu teuer oder naja. Aber hier finde ich den Preis einfach angemessen für das, was man bekommt. Und deswegen gibt es hier 9 Punkte. Und das macht 93. Ich glaube, ich habe noch nie einen höheren Hunter Score vergeben. Jetzt werden gleich wieder Fragen, was ist mit Prädikat? Was ist mit Prädikat? Ja, also Prädikat ist ein Thema für sich. Wenn, dann werde ich es rückwirkend vergeben. Was ich sinnvoller halte, da wird man auch sehen, also blöd gesagt, wir lassen ein bisschen Zeit ins Land streichen und dann werde ich vielleicht den Jahrgang einfach nochmal so nach hinten aufrollen und dann wird man gucken, ob Archinova immer noch prädikatswürdig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ja, und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüss!